Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vegane Minecraft-Erfahrungspunkte-Farm bauen kann. Und zwar werden hierfür weder Monster noch Tiere getötet, sondern wir benutzen hier einfach nur Pflanzen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir haben hier nämlich Öfen und man bekommt die Erfahrungspunkte dafür, dass man Sachen aus Öfen rausnimmt, wenn sie gebraten sind. Und dafür benutzen wir eben Bambus zum einen. Das sorgt nämlich dafür, dass wir eben im Ofen Dinge braten können, wie ihr hier seht. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal eine Kaktusfarm. Und Kaktus kann man ja braten, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und dadurch wird dann dieser grüne Farbstoff hergestellt. Und dementsprechend können wir hier nur aus Pflanzen Erfahrungspunkte generieren. Und das Ganze ist ziemlich cool und eigentlich unendlich erweiterbar. Also je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte ihr halt sammeln wollt, könnt ihr die Farm natürlich auch viel größer bauen. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit dem Tutorial. Das erste, was wir machen, ist erstmal einen kleinen Mechanismus bauen, wie wir die Items einsammeln. Und dazu buddeln wir erstmal ein Loch, was 3 Blöcke breit ist und 4 Blöcke lang. Beziehungsweise, wenn ihr das Ganze noch größer bauen wollt, müsst ihr das eben einfach nur nach links noch erweitern. Aber wir machen es jetzt mal in diesem Fall für 3 Öfen und dementsprechend machen wir auch nur 3 Blöcke breit quasi. Das Ganze branden wir dann nochmal mit irgendeinem Block. Ich nehme jetzt hier natürlich wieder den Smooth Quarz, wie ich irgendwie ihn auch immer benutze. Aber ihr könnt natürlich Blöcke benutzen, die ihr halt cool findet. So. Dann platzieren wir hier 3 Doppelkisten, beziehungsweise so viele, wie ihr eben Öfen habt. Und dann jeweils an jede Doppelkiste ran nochmal einen Trichter mit Shift und Rechtsklick, damit die Rohre von dem Trichter quasi Richtung Kiste zeigen. So werden die Items nämlich richtig eingesammelt. Auf den hinteren Trichter kommt dann nochmal ein Trichter, auch wieder mit Shift-Rechtsklick. Und auf diesen Trichter wieder mit Shift-Rechtsklick kommt dann ein Ofen. So, dann machen wir davor noch eine kleine Reihe mit Blöcken. Darauf kommt dann nochmal Redstone und dann hier nochmal ein Schalter hin. Das sorgt nämlich dafür, dass wir tatsächlich dann die Erfahrungspunkte auch einsammeln können. Ich kann euch das mal vorne bei dieser XP-Farm eben zeigen. Und zwar ist es normalerweise jetzt so, wenn jetzt eben ein Kaktus fertig gebraten ist, wie wir es gleich sehen, dann wird das Item quasi direkt von den Trichtern da unter eingesammelt und in die Kiste gepackt. Und so kommen wir natürlich nie dazu, um das Item auch wirklich per Hand rauszunehmen, weil nur so bekommt man nämlich die Erfahrung, dass man das Item per Hand rausnimmt. Aber wenn wir jetzt den Schalter hier umlegen, sorgt das dafür, dass die Items hier drinnen bleiben und quasi der Trichter blockiert wird und eben nichts weiter in den Trichter geht. Und jetzt haben wir halt genug Zeit, um die Items auch tatsächlich rauszunehmen und die Erfahrung einzusammeln. Ja, und ich mache jetzt einfach wieder weiter und das wird jetzt hier weiter eingesammelt. Und dafür ist eben dieser Mechanismus. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist eine automatische Bambusfarm. Dazu habe ich auch schon ein Tutorial auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen, ist unten verlinkt und auch zur Kaktusfarm im Übrigen. Aber ich werde das Ganze jetzt hier trotzdem nochmal kurz erklären. Und zwar platzieren wir jetzt erstmal hinter jeden Ofen mit Rechtsklick und Shift wieder einen Trichter. Da kommen nämlich dann später die Bambusblöcke rein. Denn beim Ofen ist es so, dass man hier quasi 3 Flächen hat, wo halt Items drin sein können. Und der rechte quasi, also da wo die fertigen Items sind, die kommen quasi von einem Trichter nach unten, also die werden nach unten gezogen. Und wenn ich jetzt hier einen Trichter mache auf derselben Höhe wie der Ofen quasi, dann kommt das Item hier unten rein und da soll ja auch der Bambus hin. Und würde ich jetzt oben einen Trichter drauf machen, kommt es nämlich oben rein und diese Flächen sind halt immer gleich, also es bedeutet immer ein Trichter auf dieser Ebene, wird das immer in dieses Feld quasi legen. Und das wollen wir ja auch, wir wollen ja den Bambus unten benutzen zum Brennen. Und was wir dann machen ist, wir platzieren neben jedem Trichter nochmal 4 Blöcke eurer Wahl natürlich. Beziehungsweise wenn ihr natürlich noch mehr Bambusfläche haben wollt, in diesem Fall mache ich jetzt wie gesagt nur 4 Bambus quasi pro Seite und dementsprechend auch nur 4 Blöcke, aber wenn ihr jetzt mehr Bambus anbauen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach das Ganze noch ein bisschen erweitern. So, was wir dann machen ist nochmal auf jeder Seite eine kleine Säule nach oben, in etwa so, und dann holen wir uns Redstone und Power Rails und auch ganz normale Schienen und dann noch einen Minecart mit einem Trichter drin. Und dann platzieren wir hier in den Ecken jeweils 2-mal Power Rails. Und den Rest machen wir dann hier voll mit ganz normalen Schienen. Und wenn ihr beim Trichter seid, müsst ihr auch wieder Shift und Rechtsklick, damit ihr da drauf platzieren könnt. Und dann platzieren wir hier in den Ecken jeweils nochmal einen Redstone-Block. Und dann mache ich hier nochmal eine Reihe lang, so in etwa. Wenn wir jetzt hier einen Minecart hinstellen und dagegen laufen, dann fängt es nämlich an, hier hin und her zu fahren. Und so würden dann jetzt hier die Items quasi eingesammelt werden. Und jetzt bauen wir erstmal die automatische Bambusfarm. Ich baue die erstmal nur auf einer Seite, aber die wird dann quasi genauso auf der anderen Seite auch gebaut. Aber das erspare ich euch einfach mal, damit das Video nicht so lang geht. Das erste, was wir machen, ist hier erstmal Gras hinstellen. Beziehungsweise haben wir hier 4 Blöcke Gras, aber ihr, ne, natürlich, wenn ihr die Farm größer baut, sind da dann auch mehr Blöcke Gras. Was wir dann machen, ist erstmal eine Reihe ganz normale Blöcke. Da oben drauf kommt dann ein Piston und da oben drauf kommt dann eine Reihe Observer mit dem Punkt nach hinten, mit dem roten Punkt, damit das Gesicht eben nach vorne guckt. Und dahinter, hinter den Piston, machen wir dann nochmal eine Reihe Blöcke und oben drauf kommt dann nochmal Redstone. Das sorgt jetzt nämlich dafür, wenn wir mal Bambus nehmen. So, der kommt nämlich dann hier überall hin. Und wenn der Bambus jetzt wächst, dann wird nämlich der Observer das oben erkennen und ein Signal ausgeben zu diesem Redstone und der powert dann den Piston da unter quasi und der Piston zerstört dann eben den Bambus, so in etwa. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Items da oben landen und dass Minecart sie einsammeln kann. Und jetzt kommen hier unten auch schon Bambusblöcke rein. Und dann machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen höher, machen hier nochmal eine Reihe und dann hier nochmal so.
Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass wir davor Glas packen. Denn manchmal fällt der Bambus sonst einfach raus aus dem Ding. Aber wir wollen ja, dass die Bambus-Items quasi auf den Grasblock fallen, damit der Trichter sie auch einsammeln kann, beziehungsweise das Minecart. Und dann sollte das dann einfach so aussehen. Was wir dann natürlich noch machen müssen, ist hier noch eine kleine Mauer hin, damit auch nichts zur Seite rausfällt. Und das Ganze bauen wir dann genauso nochmal auf der anderen Seite. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist die automatische Kaktusfarm und das Ganze verbinden mit den Öfen. Und zwar platzieren wir jetzt erstmal auf die Öfen drauf, jeweils nochmal einen Trichter, mit Shift-Rechtsklick natürlich wieder. Und dann platzieren wir hier nochmal einen Block hin. Das kann ich nochmal hier eben schnell machen, so. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wir sind hier symmetrisch. So. Und was wir dann machen, ist, wir platzieren gegen diesen Block nochmal eine Reihe Trichter. Die sollten dann alle nach links gucken. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn hier ein Item reinkommt, dass das erstmal hier weitergeht. Und dann werden nämlich gleichmäßig die Items verteilt und die kommen nicht alle nur an einen Ofen quasi erstmal, sondern eben tatsächlich in alle. Und das wollen wir eben ja möglichst haben. Das nächste, was wir dann machen, ist hier oben nochmal ein Trichter drauf. Der guckt dann wieder so nach unten. Sollte in etwa so aussehen. Dann machen wir hier nochmal einen, der in diesen Trichter reinguckt. So. Und dann können wir dahinter nochmal eine Reihe Trichter machen. Und die gehen dann hier hinten nachher zur Kaktusfarm. Und die bauen wir jetzt auch. Und zwar machen wir hinter jedem letzten Redstone-Block quasi nochmal 10 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das Ganze hier auch nochmal. So. Und dann machen wir hier nochmal eine kleine Verbindung. Sollte in etwa so passen. Und was wir jetzt machen ist, wir machen hier unten erstmal einen Boden rein und platzieren hier jetzt überall erstmal ganz normale Blöcke. Und das werde ich euch jetzt auch wieder ersparen. Wenn ihr das fertig habt, sollte das in etwa so aussehen. Ich habe jetzt hier nochmal eine kleine Mauer drumherum gebaut, aber die müsst ihr eigentlich nicht machen. Ich finde, die sieht nur einfach ein bisschen besser aus. Was ihr dann macht ist, ihr platziert in jede Ecke nochmal einen Wassereimer. Und dann wird das Wasser zu einem Punkt kommen und ich habe es jetzt hier schon richtig gemacht. Aber theoretisch müsst ihr es eben so machen, dass das Wasser eben genau zu diesem einen Trichter strömt quasi. Und dementsprechend, wenn jetzt hier zum Beispiel noch ein Block ist, dann müsst ihr den eben austauschen und eben zu Trichter machen. Denn bis hierhin muss die Trichterbahn gehen, weil jetzt wird nämlich jeder Kaktus, der den später kaputt gehen wird, der wird nämlich vom Wasser genau zu diesem Block getrieben und kommt eben so in das System. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir platzieren Sand. Und zwar gehen wir hier von der Wasserquelle aus quasi ein Diagonal nach hier und lassen dann immer einen frei und platzieren dann darauf nachher die Kakteen. Das wird jetzt quasi so die Anbaufläche dafür, denn die brauchen ja immer einen Abstand quasi. Und jetzt ist es nämlich immer noch so, dass jede Strömung genau zu diesem mittleren Punkt quasi wird. Egal wo jetzt nämlich ein Kaktus hinkommt, er wird nämlich immer irgendwie zu diesem Trichter hier gespült und dementsprechend auch ins System quasi gebracht. Was wir dann noch brauchen, sind Zäune. So, die platzieren wir dann nämlich einmal hier hin. Und machen das einmal überall. Das sorgt nämlich dafür, dass dann später auch der Kaktus einfach kaputt gemacht wird. Ich zeige euch gleich mal, wie das funktioniert, beziehungsweise habe ich das sonst auch in dem anderen Kaktusform-Video quasi erklärt, das auch unten verlinkt ist, genauso wie das Bambus-Video. So. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen Kaktus hinstellen, dann wird er wachsen können, weil über ihm ja ein Block frei ist. Allerdings, wenn er dann tatsächlich gewachsen ist, wird er merken, oh, neben mir ist aber ein Block und wird dann kaputt gehen, weil eben der Zaun, wie gesagt, im Weg ist und ein Kaktus kann ja nicht neben einem Block quasi existieren. Und das sorgt eben dafür, dass das Item dann kaputt gemacht, oder dass der Block kaputt gemacht wird und das Item dann droppt und eben ins Wasser fällt und dann eben ins System reinkommt. So. Das Ganze ist jetzt eigentlich schon fertig. Wir können das Ganze mal ausprobieren. Ich erhöhe mal den Random Tick Speed, und zwar, das ist quasi die Geschwindigkeit, mit der in Minecraft Sachen wachsen. Wenn ihr den Befehl auch haben wollt, der steht jetzt gerade hier, den könnt ihr euch sonst abschreiben. So. Und jetzt wird nämlich alles sehr viel schneller wachsen und ihr seht schon, der Bambus wächst oder wächst sehr viel schneller und wird auch direkt abgebaut und wird dann hier von dem Trichter Minecart eingesammelt. Und auch die Kakteen müssen jetzt hier hinten sehr schnell wachsen. Genau, und ihr seht schon, die werden dann nämlich immer kaputt gemacht, wenn sie wachsen, weil eben, wie gesagt, ein Block im Weg ist. Und werden dann, egal wo sie landen, von der Strömung zu dem mittleren Trichter geführt und kommen dann eben auch so in das System rein. Und wenn ihr jetzt, wie gesagt, natürlich noch mehr XP haben möchtet, dann baut ihr einfach noch viel mehr Kakteen und noch viel mehr Bambus. Und das Ganze funktioniert jetzt so, dass eben zuerst dieser Furnace oder dieser Ofen sich füllt und der Trichter darüber. Beziehungsweise können wir das hier mal künstlich ein bisschen verschnellern. Und zwar füllen wir den jetzt einmal ganz auf. Und wenn der ganz aufgefüllt ist, dann kommen nämlich hier vorne die ganzen Items rein, beziehungsweise die ganzen Kakteen. Und wenn der hier nochmal komplett ausgefüllt ist, beziehungsweise so, und die Trichter hier oben auch noch ausgefüllt sind, was irgendwann eben der Fall sein wird, dann wird auch der nächste Ofen auch noch anfangen, quasi XP zu sammeln. Und es kommt jetzt eben immer darauf an, wie viel Kakteen quasi im System sind. Und dementsprechend, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch einfach eine super große Farm bauen und die ganze Zeit tausende Items oder sowas haben. Und ihr seht schon, jetzt fängt auch noch der letzte damit an. So, die tue ich da auch nochmal schnell rein. Und jetzt könnt ihr eigentlich einfach abwarten und das ganze System erstmal ein bisschen laufen lassen. Beziehungsweise, ich mache das mal wieder ein bisschen langsamer so.
Beziehungsweise zeige ich euch hier vorne einmal, wie das Ganze jetzt funktioniert. Hier hat es ja die ganze Zeit jetzt nebenbei so ein bisschen funktioniert und ihr seht schon, wie viel grüne Farbstoff hier quasi entstanden ist. Und ich mache jetzt einmal den Schalter hier, den lege ich um, damit hier eben die Items quasi aufhören, direkt in die Kiste gebracht zu werden. Dann ändere ich mal meinen Game Mode zu Survival und ich habe jetzt quasi 10 Level und wenn ich jetzt hier einen von den grünen Farbstoffen rauskriege, kriege ich eben die ganze Erfahrung, die der Ofen generiert hat und ich bin direkt Level 19, obwohl ich ja quasi nur ein einziges grünes Farbstoffding rausgenommen habe. Das Ganze funktioniert ja auch so. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt hier ein paar Stunden auf K ist und vielleicht nochmal 10 Öfen mehr oder sowas hat, kriegt man dadurch schon richtig viel XP. Und das Ganze, wie gesagt, ohne dass man Monster töten muss. Das Ganze funktioniert zum Beispiel auch im Peaceful, also wenn man auf friedlich spielt. Da gibt es ja theoretisch keine Monster und eigentlich nicht so eine wirkliche Methode, denn Erfahrung zu sammeln, außer halt diese Farm zum Beispiel. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Bambus in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim weiteren Video. Haut rein und ciao.